Guten Tag, mein Name ist Gerhard Henschel und ich lese ein Kapitel aus meinem Roman Soko Heidefieber, der im Mai erscheinen wird im Verlag Hoffmann und Campe. Dieser Roman handelt davon, dass ein Serienmörder umgeht und in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich die Autoren von Regionalkrimis umbringt. Geschrieben habe ich diesen Roman, weil ich der Ansicht bin, dass es mit diesen Regionalkrimis jetzt allmählich reicht. Und Leser, die der gleichen Ansicht sind, werden hoffentlich Gefallen daran finden. In einer Nebenhandlung wird der Schriftsteller Frank Schulz durch mehrere Balkanstaaten gejagt von einem Auftragsmörder. Und in dem jetzt folgenden Kapitel hat er sich gerade nach Albanien geflüchtet. Weil er auf seiner Radtour am Wegrand nur schwer verdauliche Maulbeeren, Silberlindenblätter und Wurzelknollen gefunden hatte, war Frank Schulz mittlerweile gewillt, einen größeren Ort anzusteuern, und als er die Hafenstadt Durres vor sich liegen sah, lenkte er sein Hochrad talwärts. Es gewann rasch an Fahrt. Der Umstand, dass es keine Bremsen besaß, wurde Schulz erst wieder bewusst, als ihm bloß noch die Wahl zwischen einem Crash und einem Absprung blieb. Er entschied sich für den Absprung und ging kurz vor einer Kreuzung kollernd Kopeister, während das Hochrad von einem Mehrpersonentaxi erfasst und 30 Meter weit nach Osten geschleift wurde. Gestoppt wurde Schulz von dem Pfahl eines Verkehrsschilds, was aber wie durch ein Wunder nur zu einer kleinen Zwischenrippenmuskelverletzung führte. Schulz stand auf. Er war hungrig wie ein Löwe. Einem Abfallkorb entnahm er eine angebissene Börek-Schnecke und aß sie auf, aber er gierte nach mehr, und im Terminal des Hafens lachte ihm das Glück in Form eines offenen Containers voller Dosenfisch. Obwohl eingelegte Sardinen keineswegs seine Leibspeise waren, riss Schulz eine Büchse nach der anderen auf und stopfte sich mit bloßer Hand so viel wie möglich in den Mund. Es kam ihm vor wie ein Mahl des Lucullus. Mehr als 20 Dosen fraß er leer, bevor der Schlaf ihn übermannte, und als er aufwachte, geweckt von metallischen Klängen, fand er sich in tiefer Dunkelheit wieder. Der Container war geschlossen worden und schaukelte umher. »Ach, du grüne Neune«, dachte Schulz und raffte sich aus den Dosen hoch. »Wird das Scheißding jetzt verladen?« »Hey, Leute«, schrie er und trommelte mit den Fäusten an die Containerwand. »Hier ist jemand drin! Hallo, hallo, hallo!« Aber die Docker trugen Ohrenschützer und hörten keine Silbe von den Hilferufen aus dem Container, der an Bord eines Frachters gehievt wurde. »Nimmt dieser Albtraum denn nie ein Ende?«, fragte sich Schulz. Dann überdachte er die neue Lage. Wohin mochte die Reise gehen? Doch wohl irgendwo zu irgendeinem europäischen Hafen, oder nicht? In welche Länder exportierte Albanien Ölsardinen? Vielleicht bin ich hier schon in ein paar Tagen wieder raus, und bis es soweit ist, habe ich genug zu essen. Wenn auch leider keine sanitären Einrichtungen. Er irrte sich sehr. Irgendwo an Bord des Frachters hatte der Vukoja-Clan eine halbe Tonne Kokain versteckt, die ihm der Stojanovic-Clan stehlen wollte, und daher hatte dessen Oberhaupt Chivojin Momir Stojanovic drei seiner besten Männer in die Crew geschleust. 20 Seemeilen vor der albanischen Küste erschossen sie den Kapitän, brachten den Frachter in ihre Gewalt und nahmen die Suche nach dem Koks auf. Als sie den blinden Passagier Frank Schulz entdeckten, zogen sie ihn an den Ohren heraus und warfen ihn kurzerhand über die Reling. Schulz ging 2-3 Meter unter und kam gulpend wieder hoch. Die Meuterer lachten über seine tollpatschigen Schwimmkünste, aber in einer Anwandlung von Barmherzigkeit schnürten sie dann mit Nylonseilen 4 leere Ölfässer unter einer Tischtennisplatte fest und schmissen sie als Rettungsfloß für ihn ins Meer. »Don't forget your paddle«, rief einer von ihnen und ließ auch ein Kehrblech aus Plastik fliegen. Schulz schaffte es, das Kehrblech schwimmend einzusammeln und sich auf die Tischtennisplatte zu ziehen, und was nun?
Der Frachter schlug einen Kurs nach Süden ein, während das Tischtennisplattenfloß und sein orientierungsloser Skipper den Naturelementen ausgeliefert waren. Schulz tauchte das Kehrblech in die kabbelige See. In welche Richtung sollte er rudern? Von Norden näherten sich kaltlabile Höhenluftmassen, der Wind frischte auf, die Temperatur fiel und es fröstelte Schulz. Mit Sorge sah er, wie der Himmel sich verfinsterte. Schwarz-blaues Gewölk zog herauf, der Seegang verstärkte sich, ein Donnergrollen rollte übers Meer und es setzte ein Regensturm ein. Schäumende Wellenkämme mit verwehter Gischt zwangen Schulz dazu, sich an die Kante der kreiselnden Tischtennisplatte zu klammern. Als er so in den brodelnden Wassermassen umhertrieb, beschloss er, bei nächster Gelegenheit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beizutreten. Einen anderen klaren Gedanken konnte er nicht mehr fassen. Die Kälte war schneidend. Bei Orkanböen von bis zu 250 Stundenkilometern setzte ein infernalischer Hagelschlag ein. Schwere Brecher ergossen sich auf die berstende Tischtennisplatte und die vom Sturm waagerecht weggeblasenen Salzwasserschaumkronen flogen Schulz viertelliterweise in die Speiseröhre. Es war ihm nicht zu verdenken, dass er bei diesem Geschehnis Symptome von Seekrankheit zeigte und das im Container genossene Ölsardinenfleisch aus Leibeskräften in die aufgepeitschte Adria göbelte. Die regurgitierte Masse lockte einen Schwarm von Hammerhaien an. Zu Hunderten umkreisten sie mit ihren charakteristischen Rückenflossen das letzte Teilstück der Tischtennisplatte, an dem Schulz sich krampfhaft festhielt. Irgendwo hatte er gelesen, dass man Haien gegenüber autoritär auftreten müsse, und er rief: »Ich warne euch! Dem Ersten, der mich angreift, ziehe ich eins mit dem Kehrblech über!« Aber das Kehrblech war natürlich längst vom Meer verschlungen worden, und als hätten sich noch nicht genug multiple Stressfaktoren eingestellt, rückte nun eine von Kugelblitzen durchzuckte Gewitterwolke mit 7 Tornadorüsseln heran, die ausgelassen über die Wellenberge tanzten. Mit schreckgeweiteten Augen sah Schulz die Wolke nahen. Eine Herzrhythmusstörung schwächte ihn, aber er sprang von der kaputten Tischtennisplatte ab und kraulte todesmutig quer durch den Schwarm der Hammerhaie fort von dieser apokalyptischen Himmelserscheinung. Doch sie holte ihn mit Leichtigkeit ein und die vorderste der tosenden Wasserhosen erfasste ihn, riss ihn in sich hinein und wirbelte ihn mit einer Drehgeschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde steil hinauf. Eine Seequappe und ein Dutzend Eislaternenfische sowie eine grenzenlos verdutzte Mönchsrobbe pirouettierten in demselben Tornadoschlauch empor und in 50 Meter Höhe schwanden Schulz die Sinne. Soweit das, und wie gesagt, am 6. Mai erscheint dann das fertige Buch Soko Heidefieber. Bis dann.